Hallo ihr Lieben, ich will euch in diesem Video so ein bisschen mitnehmen durch unseren kleinen Organisationsprozess hier in der WG. Wir haben uns nämlich fürs neue Jahr ein bisschen vorgenommen, ein paar Orte hier funktionaler und ordentlicher zu gestalten und auch praktischer für alle. Ich will zum Beispiel meinen Schreibtisch ein bisschen umdesignen, dass der nicht nur funktional ist, sondern halt auch viel übersichtlicher und auch gemütlicher für mich. Aber wir haben auch ein paar Baustellen in der Küche und im Badezimmer. Und ich will euch da einfach mal so ein bisschen mitnehmen und euch das zeigen. Ich habe auch in diesem Video einen wunderbaren Kooperationspartner, und zwar ist das eBay. Bei eBay, ihr kennt es wahrscheinlich schon, gibt es ganz, ganz viele Artikel, die entweder neu sind, aber auch gebraucht oder richtig alte Schätze. Ich habe mir für dieses Video ein paar Ordnungshelfer aussuchen dürfen, die es mir eben hier ermöglichen und es einfacher machen, dass ich hier alles schön gestalten kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Los geht's mal mit dieser Schublade voller Badutensilien und Handtücher. Das fliegt hier nämlich alles immer ziemlich durcheinander und da gibt es diese super praktischen Schubladenunterteilungen, die man da auch so verstellen kann. Und dadurch konnte ich einfach alles so hinräumen, wie ich das gerne hätte. Es sah viel, viel übersichtlicher und viel ordentlicher aus und ich hatte auch gefühlt dann plötzlich viel mehr Platz. Dann in unserem Badezimmer, was leider sehr, sehr klein ist, wir sind hier ja zu fünft, haben wir so ein kleines Handtücherproblem. Die hängen nämlich immer überall und sind immer ziemlich im Weg und deswegen haben wir jetzt so einen super praktischen Handtuchhalter für die Tür. Bin ich mega dankbar drum, weil es ist deutlich übersichtlicher mit den Handtüchern und die hängen jetzt auch nicht mehr überall rum und können dort auch ganz sicher viel, viel besser trocknen. Als nächstes kommen wir mal zu meinem Schreibtisch. Der hat mir in letzter Zeit auch wirklich gar nicht mehr gefallen. Vor allem diese uralten Ordnungshelfer noch aus meiner Jugendzeit. Da musste jetzt wirklich mal frischer Wind rein. Und ich habe in letzter Zeit vor allem gemerkt, dass ich da auch einen wirklich gut organisierten und ordentlichen Schreibtisch brauche, damit auch mein Kopf besser funktioniert. Wenn mein Arbeitsplatz und generell auch das Zimmer und die Wohnung ordentlich sind, dann kann ich viel konzentrierter und fokussierter arbeiten und habe quasi auch Ordnung im Kopf. Daher habe ich jetzt so einen tollen neuen Dokumentensortierer und auch eine neue Stiftebox. Beides mit viel mehr Platz und viel mehr Ordnung. Dann habe ich natürlich den ganzen Schreibtisch, wo ich gerade einmal dabei war, abgeräumt, habe den auch einmal ordentlich sauber gemacht, damit ich hier wirklich super ordentlich aufgeräumt und sauber ins neue Jahr starte. Und dann habe ich mir das alles wieder dort schön hingestellt. Und am Ende sah es so aus und ich bin so, so zufrieden damit. Sieht richtig gemütlich aus. Ich habe mir auch gleich was zu trinken hingestellt. Und ich glaube, da werde ich jetzt viel, viel lieber und entspannter arbeiten können. Die Dokumentenablage und die Stiftebecher hatte ich jetzt natürlich übrig. Und die kann ich auch einfach direkt wieder praktisch bei eBay verkaufen. Und zwar kann ich da erstmal den Namen des Artikels eingeben und dann werden mir so ein paar Sachen vorgeschlagen und wenn dort vielleicht zufällig sogar das dabei ist, was ich verkaufen will oder was sehr ähnliches, kann ich auch einfach sowas wie Beschreibung etc. übernehmen. Das wäre ja auch super praktisch. Hat jetzt bei mir nicht geklappt, daher habe ich einfach den Artikel gerade selbst erstellt, was aber auch total einfach ist. Muss man einfach nur so ein paar Sachen wie Marke, Kategorie und Preis und so weiter eingeben, ein paar Fotos einstellen und fertig. Dann geht's mal weiter in der Küche. Da hatten wir nämlich den Kühlschrank vor uns. Der ist nämlich hier bei uns vielen Leuten auch immer ziemlich unübersichtlich und man hat ihn dann ziemlich lang offen, um dann die paar Sachen, die man fürs Frühstück haben will, rauszuholen, was ja auch energetisch total blöd ist. Aber auch da gibt es einen super praktischen Ordnungshelfer, das werdet ihr gleich sehen. Wir haben den Kühlschrank natürlich erstmal ordentlich sauber gemacht und auch mal aussortiert. Und dann haben wir uns so tolle, durchsichtige Körbe gekauft, die man in den Kühlschrank perfekt einräumen kann. Da haben wir jetzt zum Beispiel alles, was wir eben fürs Frühstück, für den Brotaufstrich etc. brauchen, drin. Und können dann mit einem Griff morgens einfach alles aus dem Kühlschrank holen, müssen nicht mehr so viel suchen und es ist auch viel übersichtlicher, weil man in diesen Körben natürlich richtig schön auch stapeln kann. Also das finde ich echt eine mega gute Erfindung. Einfach mit einem Griff, zack, hat man alles draußen.
dann hatten wir auch in der Küche so ein kleines Handtuchproblem. Deswegen habe ich mir super, super schöne alte Handtuchhaken bei eBay ausgesucht. Die habe ich dann einfach mit Nägeln in die Wand gehauen und jetzt können wir da unsere Handtücher aufhängen und die müssen nicht mehr überall über den Stühlen liegen. Als nächstes kümmern wir uns mal um unser Gewürzschrank sowie um den Ölschrank. Wir wollten das nämlich einmal tauschen, weil das für uns von der Position vom Herd viel praktischer ist. Haben wir natürlich auch erstmal ordentlich ausgewischt und sauber gemacht. Das ist einfach echt ein tolles Gefühl, wenn am Ende alles schön ordentlich ist. Und dann haben wir uns dieses tolle Gewürzregal geholt, was man in den Schrank innen reinhängen kann. Und somit brauchen wir natürlich auch einen viel kleineren Schrank und haben alle Gewürze, die wir gerade brauchen, griffbereit auf einen Blick und sehen alles. Kein ewiges Suchen mehr in den Tiefen dieses Schrankes. Und ja, hat auch echt Spaß gemacht, den einzusortieren. Ich liebe sowas, ja. Und am Ende sah es so aus und wir sind richtig, richtig zufrieden damit. Es ist so schön und so übersichtlich. Als letztes wollte ich mich noch um unseren Teeschrank kümmern. Denn da haben wir das gleiche Problem, zu viel Tee, alles übereinander. Man sieht gar nicht, wie viele schöne Teesorten man hat. Von daher habe ich mir da auch eine coole Sache geholt. Und zwar so einen kleinen Schrankunterteiler. Da kann man einfach quasi nochmal eine Ebene in den Schrank hinzufügen. An die Seite haben die großen Tees perfekt gepasst. Und dann konnte ich die anderen da richtig gut stapeln, dass man alle Sorten auf einen Blick sieht. Finde ich viel, viel übersichtlicher und es gefällt uns auch. Ich hoffe, das Video hat euch bis hier gefallen und konnte euch vielleicht auch so ein bisschen motivieren und inspirieren, auch ein paar Ecken in eurer Wohnung euch vorzunehmen und da einfach mal so ein bisschen umzuorganisieren und vielleicht die ein oder andere Sache ein bisschen praktischer zu gestalten. Wenn ihr da ein paar Sachen braucht, schaut gerne bei eBay vorbei. Es gibt auch super viele gebrauchte Sachen und somit erhält man einfach diesen Wertstoffkreislauf. Es müssen keine neuen Sachen produziert werden und da findet man wirklich richtig schöne Sachen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video am nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.